mehreren von der DDR-Regierung abgebrochenen Entwicklungsprojekten in Zwickau zeichnete sich Mitte der 1980er Jahre schließlich die Entwicklung eines neuen Trabant-Modells ab. Der Trabant 1.1 ist äußerlich kaum vom Trabant 601 zu unterscheiden, Technik und Fahrkomfort wurden jedoch stark verändert. Der sachkundige Oldtimer-Sammler Falk Wannhoff stellt uns den Trabant 1.1 genauer vor. Wir stehen hier am ersten Serientrabant 1.1, der somit auch gleichzeitig der 3-millionste Trabant überhaupt ist, ist gleichzeitig mit dem ersten VW Polo 1990 durch die Folie gefahren, gibt es Fernsehaufnahmen, ist einer der wenigen, die im Werk Mosel gefertigt wurden. Die 1.1er wurden ab der Fahrgestellnummer 201 bis ca. 70.02.000, also knapp 3.000 im Werk Mosel produziert und sind dann wieder zurückverlagert worden nach Zwickau. Ja, hier ist die 1.1er Limousine schon im, ich sag mal, Serientrim. 41 PS, 1043 Kubik. Ja, Bauzeit von 1988, wenn wir den Nusser mit reinnehmen, bis 1991, bis zum letzten. Der 1.1er unterscheidet sich natürlich in sehr vielen Belangen vom normalen Trabant 601. Als äußerliches Augenmerk die große Stoßstange, die Motorhaube aus Blech, das geänderte Fahrzeuggrill, die Fahrleistungen und eventuell auch noch der Tankdeckel, den man rechts sieht. Ansonsten ist schon sehr vieles in dem Trabant 601 schon mit verbaut worden. Die Schraubenfedern hinten an der Hinterachse, 12 Volt Elektrik schon seit 1984. Ja, also wie gesagt, das Fahrzeug ist in der Grundsubstanz noch von 1964 in der Pontonkarosserie Ausführung. Vorne McPherson-Federbein ist eine Neuerung mit einem eigenen Hilfsrahmen, Motor, Vierganggetriebe. Das Vierganggetriebe Eigenentwicklung von IFA, Motor in Lizenz gebaut von VW. Als 1.1er für den Trabant, als 1.3er für den Wartburg und den Barkas B1000-1. Der Trabant hat daraufhin als einzigster, also oder als einzigste Baureihe vom Trabant eine Heizung mit der Abwärme vom Motor durch einen Kühlkreislauf. Ja, eine richtige Heizung mit Lüftung, was eben dem Trabant 601 gefehlt hat. Aber warum ist der 1.1er mir mehr ans Herz gewachsen? Ging los 1998 mit dem ersten gekauften 1.1er Vorserie. Ein Dreivierteljahr später lief mir dann ein 0-Serien-Fahrzeug über den Weg, der natürlich gekauft wurde, weil es damals noch für günstig Geld gab. Und als ich dann gesehen habe, bei Motorhaube auf hier, Motorhaube auf da, bei den Fahrzeugen, die gerade mal ein halbes Jahr auseinander waren, welche Unterschiede dann doch schon da waren, hat man sich gefragt, warum ist denn das so? Wieso ist das so? Warum ist hier was von Bosch oder von Weber, also zu der Zeit 88, noch aus einem nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet? Und dann kam eins zum anderen, immer mehr 1.1er und das. Und dann die Unterschiede hat man sich gesehen und gemerkt. Das gipfelte dann darin, dass ich mit befreundeten 1.1er-Fahrern eine Datenbank aufgemacht habe oder eine Datenbank gegründet haben, www.trabant11-datenbank.de, wo wir versuchen, von jedem Trabant 1.1 ein Foto und die Fahrgestellnummer aufzunehmen und die halt online zu stellen. Wie beim Trabant Hycomat, der hauptsächlich für Facerde gebaut wurde, war auch beim neuen Trabant 1.1 eine Art Automatikgetriebe vorgesehen, das Drive-Matic. Es ist aber kein Exemplar bekannt, in dem es verbaut wurde. Drive-Matic sollte quasi den Hycomat, den bekannten Hycomat vom 601 ersetzen, damit auch gehbehinderte Personen den Trabant 1.1 fahren konnten oder hätten fahren können, ist aber sicherlich von der Zeit überholt worden, weil ja dann nach der Wende die Fahrzeuge mit Automatikgetriebe ja dann verfügbar waren. Ja, und für die Drive-Matic hast du halt einige Sachen umzubauen oder wurden halt umgebaut, wo es dann halt auch Fotos gibt. Ja, hier ist noch ein schönes altes Polaroid, wenn du das mal so siehst. Ja, dann zweimal der Gasbadenzug, dann das Schaltrelais. Ja. Warum 6111? Ja, Fahrleistungen, PS, KW-Zahl, Hubraum,
Beide sind an der Ampel die ersten 2 Sekunden immer die ersten, wenn man sich Mühe gibt. Und dann kommen erst die anderen, weil sie sich sagen, oh Mensch, der Trabi, der darf mich nicht überholen. Aber für mich ist der Trabant 1.1 das alltagstauglichere Fahrzeug. Für die heutige Zeit besser im Verkehr mitzuschwimmen. Man braucht auf der Autobahn nicht unbedingt gleich Angst haben, dass mit 90 von hinten der LKW kommt und ihn vielleicht zusammenschiebt, weil man nicht gesehen wird. Selber schon passiert. Also, wie gesagt, auch die großen Rückleuchten, mehr Leuchtfläche nach hinten als wie die kleinen vom 601. Für mich ist der Trabant 1.1 der Oldtimer oder der modernere Oldtimer von beiden. Kurz nach der Wende gab es mit dem Karo Up noch Versuche, ein Lifestyle-Auto zu produzieren. Ja, es ist eine Entwicklung der Münchner Firma IVM. Die hatten einige Fahrzeuge von Sachsenring, um die optisch zu überarbeiten. Daraus sind entstanden die Karo Limousine in Weiß, der chromgelbe Karo Up und der rote Karo Tramp. Dürften vom Foto her alle bekannt sein. Warum hat die IVM das gemacht? Ja, zum einen, das Design sollte ja wie gesagt auch wie beim 1.1e Neuerungen bringen. Das ist mit der Karosserie relativ schwierig. IVM hat sich dann auf GFK spezialisiert oder mit GFK gearbeitet, hat die Kotflügelformen angepasst, Sicken eingebracht. Das Fahrzeug war früher ein Universal, daraus ein Freizeitmobil oder wo sie gedacht haben, es könnte ein Freizeitmobil werden, ein Pickup gebaut, deswegen auch die Abkürzung ab. Motormäßig ist alles das gleiche unten drunter. Es sind Golfscheinwerfer vorne verbaut worden, dadurch fehlen die Trabant-prägnanten Lampenringe vorne. Die Stoßstangenform vom Karo Tramp wurde vorne nachgemacht mit einem aufgesetzten Plastikrahmen, genauso die A-Säule, die Aluleisten vom Dach wurden verdeckt mit Plastik, große Spiegel, ich nehme an, das war 1er Golf, andere Sitze mit einer schönen Ausformung, wie sie auch beim Karo Tramp dann später in Serie gekommen sind, herausnehmbare Heckscheibe, eine Heckklappe, peppische Farben, Alufelgen, wie gesagt, jetzt hier im Beispiel die Chromodora vom Fiat. Ja, also ich bin der Meinung, das Fahrzeug hätte so Käufer gefunden, aber wie gesagt, durch die Zeit waren halt die gebrauchten Westwagen mehr gefragt oder interessanter für die Bevölkerung hier in der DDR als wie ein Lifestyle-Produkt. Oder wie hat damals jemand gesagt, wir bauen ja keine Autos für Playboys. Aber ich finde das Fahrzeug schön, ist für mich auch das schönste Ausstellungsstück. Und wenn mich jemand fragt, welches Auto würdest du hier mitnehmen, es wäre definitiv dieses. Und wenn man sich mit dem Thema eben beschäftigt, fallen ihm auch so Details auf, wie zum Beispiel hier die eingebauten Rückleuchten, die sozusagen auf dem Kopf stehen. Ja. Viele Jahre lang haben wir gerätselt, von welchem Fahrzeugtyp oder welchem Fahrzeughersteller könnten denn die Rückleuchten sein. Wir hatten auch schon, weil ja die Felgen von Fiat waren, den Fiat Uno im Verdacht. Nein. Es ist noch viel, viel östlicher, eigentlich schon am östlichsten Rand der Welt. Die Rückleuchten stammen von Mitsubishi. Ja, jetzt stehen wir hier beim letzten Trabant 1.1 oder überhaupt den letzten, allerletzten Trabant, der vom Band gelaufen ist. Klar habe ich von den Diskussionen gehört, der letzte wäre weiß gewesen. Da frage ich immer, welchen letzten meint ihr denn? Den letzten aus Merane, den letzten aus Mosel, den letzten Kombi aus Zwickau, den letzten Tramp aus Zwickau und so weiter und so fort. Was wir aber wissen ist, dieses Fahrzeug ist als letzter sogenannte Werkstor gefahren. War nochmal ein Universal in Weiß mit demselben Aufkleber und der ging direkt ans SOS Hinterdorf hier in Zwickau. Vielen Dank wieder fürs Anschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da oder und abonniert den Retro-Kanal. Das würde mich wieder urst freuen. Bis bald, euer Jan.